Wenn du das erste Mal hörst, verstehst du nur Bahnhof. Da sagst du, ey, das ist ja wie ein Computerlehrgang. Es ist einfach vollkommen neu. Und dann hat er einen Geschmackstest gemacht und dann saugt er so und dann sagt er, ja, im Abgang kommt dann hier eine Creme drüber und mit Himbeer oben drauf und unten ist keksig und dann beschreibt er die Liquids, der hat dann immer, der Wasser, der ist so abgebildet, dann macht er, probier mal. Nochmal, sagt er dann immer. Und dann versucht er, wie sich nacheinander die Geschmäcke aufbauen. Ich sage, gut, das war jetzt interessant, aber ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Das hat irgendwie das Zeug, wo man dann ausprobiert und so Liquid, ja, das war lecker, aber alles, was der sagt, da musst du mal aufhören zu rauchen und 14 Tage warten und dann wirst du plötzlich feststellen, sobald du dich für was interessierst, gehst du in einen Chat rein und du kriegst Feinheiten. Dasselbe ist mit Wissen. Das ist jetzt bei dir hier dieses, wie geil ist das denn? Am Anfang bloß eine riesen Blackbox und plötzlich, man ahnt es, dass da sich was auftut in dir durch dein Interesse. Alles, was dich nicht interessiert, ist für dich einfach scheiße. Denk wieder an meine ersten zwei Sachen. Entweder ist es so, interessieren ist ja bewiesen, die Gescheiten haben das ja alles entdeckt. Das ist so, ich habe in Weißenburg-Vortrag einen riesen Stapel nochmal an Videos vorbereitet gehabt, um euch wirklich so Fehler zu zeigen, dass die nicht diskutierbar sind. Dass man das erste Mal alles, was man denkt, denken wir hier und jetzt. Das, was ich schon mal angesprochen habe, zum Beispiel, wir schauen einfach mal auf Wikipedia nach, gibt ja bei den Orchestern in Kammerton auch. Und dann liest du dich einfach im Internet mal nach, wann wurde der eigentlich festgesetzt? Wer hat es gemacht? Kann man alles nachlesen. Dann gehst du auf eine Internetseite, Kammerton A, und dann wirst du irgendwann nochmal feststellen, hier vor 200, 300 Jahren hat irgendeiner die 440 Hertz festgesetzt, dass jedes Orchester einen eigenen 432 hatte. Dann kannst du dann schauen, dass da irgendwann nochmal der Trompetenbauer war, der hat erst die Stimmgabel gemacht und da kann man ja die Instrumente mit der Stimmgabel hinhalten, gleich abstimmen. Ich sage, das ist alles schön und gut, bloß so wie du dir deine Vergangenheit mit einem Programm ausdenkst, das hat zu dem Zeitpunkt nicht im Ansetzen, muss da noch dazu sagen, super gescheit ist, die Möglichkeit geben, die Frequenz zu messen. Es hat keinen gegeben, der sieht, dass die Stimmgabel 440 Mal in der Sekunde hin und her schwebt. Die behaupten, 1900 Schnuffi wurde das festgelegt und da ist überhaupt nichts in der Welt, wo in der Lage gewesen wäre, Frequenz zu messen. Jetzt pass auf, jetzt habe ich hier aber Sorge. Ich erkläre das nach sagen, das ist so ein Blödsinn, habe ich so oft gehört. Das kann man ja schon bei Pythagoras im Timaeus, im alten Griechenland nachlesen, mit den Oktaven. Also ist schon wieder der nächste Fehler. Was du im Timaeus nachlesen kannst, ist rein das Diffusionsgesetz der Oktaven. Wenn ich eine Saite spanne, dann habe ich einen Ton. Wenn ich jetzt den halbiere und ich zupfe, ist der doppelt so hoch. Dass der doppelt so hoch ist, können die nicht messen. Aber es ist irgendwie logisch 1 durch 2. Okay? Beziehungsweise dann im Kehrwert. Okay? Dass das schwingt, dann kann ich ja ein Terz machen. Da muss das ja ding, noch höher, dreimal so hoch sein. Das ist ein logisches Konstrukt, weil ich da ist und dementsprechend muss das dann schneller werden. Aber wie viel Herz das hat, ich kann die Seite ja, wenn fester ziehen, wird es nämlich auch höher. Verstehst du, ist nicht feststellbar. Was ganz krass ist, du musst doch mal nachschauen, wer hat eigentlich als erstes den Abstand zwischen Sonne und Erde gemessen. Da gibt es ja verschiedene, gibt es Tabellen. Im Fliegenstall-Vortrag habe ich dann gesagt, mit den Pyramidenmaße, die auf den tausendsten Millimeter angegeben sind, und dann gehst du mal und stellst dich vor die Pyramide hin. Wie willst du das auf den tausendsten Millimeter messen? Vor allem, wenn ich noch weiß, dass da mal eine Kalkschicht drauf war, die abgetragen wurde. Da merkst du, das sind Feinde, das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Übrigens, bei der Sonne sieht es folgendermaßen aus. Was jetzt die Namen nicht da genau, ich erkläre dir nur das Prinzip, wäre das auch wieder Grieche. Und zwar hat er festgestellt, das geht in einem Brunnen, dass wenn in einen Brunnen reinschaut und die Sonne drüber geht, dass er immer unten abgeschnitten ist. Und wenn die Sonne genau über dem Brunnen steht, ist die ganze Fläche unten beleuchtet. Wir können das einfacher machen. Ich kann auf die Erdkugel ein Stecken reinmachen. Und wenn die Sonne genau drüber steht, habe ich keinen Schatten. Und er hat dann hier, und das ist die erste grobe Messung gewesen, Abstand zwischen Sonne und Erde, hat er Folgendes gemacht. Er hat in einem 54 Kilometer weiten Ort hat er auch ein Stecken reingesteckt. Und dann hat er geschaut, wie an dem Ort
dir kein Schatten geworfen wurde, ist in dem anderen Ort, der Bauer 50 Kilometer weit weg war, hat er natürlich einen Schatten geschmissen. Und anhand dieses Winkels hat er dann konstruiert, wie weit die Sonne von der Erde weg sein muss. Das ist jetzt logisch, wenn ich das nachgehe, es hat bloß einen riesengroßen Fehler. Zu der Zeit in Griechenland hat er überhaupt keine Möglichkeit, wenn er jetzt an dem Stecken steckt, wo kein Schatten geschmissen wird, in irgendeiner Form zu überprüfen, wie groß der Winkel 50 Kilometer weiter weg ist. Es hat nämlich kein Handy und nichts gegeben, dass das einer überprüft. Und wenn die sich verabredet haben zu einer bestimmten Uhrzeit? Da hat es keine Digitaluhren gegeben, Kleine, sondern bloß Sonnenuhren. Du merkst, das funktioniert nicht, das sind Lügen. Das sind ganz bewusste Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Und jetzt, wenn ich solche Sachen, wenn ihr wollt, ich erzähle euch jetzt tausende Sachen in Physikbüchern, auf jeder Seite sind solche Fehler drin, die zwar vollkommen logisch sind, aber genau genommen eigentlich gar nicht so das aussagen, was man damit aussagt. Weil immer wieder Kleinigkeit fällt. Und jetzt kommt das Denken, dass du irgendwann einmal merkst, geistreich denken ist so scheißgeiles Zeug, das höchste Glückseligkeit, die du als Menschengeist, ich nenne das einmal so, überhaupt kannst, zu denken, selber. Es sind doch alles, alle Professoren sind, die quatschen doch alle bloß nach. Die erklären die Auszüge von Auszügen von Auszügen, egal welchen Fachmann du mir bringst. In Einseitigkeiten, Schwamminhalt gesteuert bis zum es geht nicht mehr, ob das Religion ist, sind immer Facetten mit drin. Und solche, alle Wissenselemente sind Facetten von Holofeeling, das ist allumfassend. Darum stimmen die auch alle. Aber es ist wie ein bisschen schwanger. Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Das, was du wirklich verstehen musst, ist, was du bist. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist etwas, was nicht gedacht werden kann, und was nicht gedacht werden kann, kann auch nicht zerstört werden. Weil das absolut rot geschriebene Nichts kann nicht zerstört werden. Das ist schon nichts. Aber dieses Nichts, Creatio ex nihilo, nimmt, wenn es zum Träumen anfängt, unendlich viele Formen an, aber die Formen, die du aufbauen kannst in dir, jetzt kommt die Computermetapher, hängt davon ab, von dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und die muss klar sein, dass noch unendlich viele intellektuelle Systeme in dir drin sind, die hochinteressant sind zu durchschauen, aber die du komplett ablehnst, weil du mit so einem Scheiß nichts zu tun hast oder weil es dich nicht interessiert. Das ist das, was ist. Schon innerhalb des menschlichen Lebens sind die Interessen in dem ersten Drittel, bis du in die Schule kommst, komplett andere Interessen wie in dem zweiten Drittel oder dann in den dritten oder in den vierten Drittel. Selbst da innerhalb des Lebens und wie innen so außen verändert sich automatisch dein Körper. Das heißt, da kann ein 20-Jähriger noch so gescheiter herreden, der kann es nicht wissen. Was jetzt aber nicht heißt, wenn du irgendeinem alten Sack sitzen siehst, dass der irgendwas weiß, sondern du weißt, wenn zu meiner Mutter ins Altersheim geht, das sind lebende Zombies. Ist wirklich so. Merkst du, es ist einfach, wie ich immer sage, vor 1000 Menschen wird einer wach und 999.000 kommen ins Altersheim und scheißen sich die Hose voll. Das ist wie die ganzen Früchte, die runterfallen. Weißt du, wenn du jetzt die ganzen Äpfelbäume anschaust, wie viele Kerne da drin sind, jeder dieser Kerne wäre prinzipiell die Möglichkeit, dass das ein neuer Baum wird. Die Natur, Nader, das Losgemachte, das, was in dir losspringt, hebraisiert, lehrt dich eine unendliche Vielfalt. Ich mache mal mein Samenfädchen-Beispiel, jetzt in Bezug auf den Trockennaslauf. Weißt du, wie viele Milliarden von Menschen du eigentlich schon Seinsmöglichkeiten des Menschen ausgestoßen hast, in einem jetzt sich bewusst ausgedachten Leben, wie viele sind davon was warm? Zero. Und das ist jetzt, pass auf, das Entscheidende, dass jetzt die Bilder, symbolische Bilder sind wie in dem Märchen. Dass ich dann immer wieder sage, die leben jetzt nach unserem intellektuell anerzogenen Programmwissen 3 bis 4 Tage. Nur dieses Samenfädchen, das das Ei sucht, hat eine Überlebenschance. Es muss das Ei suchen, es muss es finden und muss mit dem Ei verschmelzen. Und dann wird aus dem Samenfädchen ein Mensch. Der lebt dann 70, 80, 90, 100 Jahre und haben dasselbe Problem. Milliarden von Menschen, was ist jetzt da das Ei? Ihr eigenes rotes Ich, Gott, nenn es wie du es willst. Und jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal in die Bilder, Samenfädchen Beispiel, und dann bist du ewig. Das ist das, was ich dir sage. Das heißt, das, was man dir erzählt in den Schulen, diese Bilder stimmen, aber die darfst du jetzt nicht dir vorstellen und meinen, das ist da außen so, sondern du musst den geistigen Sinn sehen. Jetzt pass auf, wir machen mal Folgendes. Du denkst jetzt, wir bleiben bei den Samenfädchen. Wir haben Milliarden von Samenfädchen, da habe ich ja die schönen Witze. Samenfädchen Witze, könnt ihr die noch? Habe ich im Kleinfeld erzählt? Gibt's ganz tolle Witze? Kennst du die? Jetzt muss man euch wieder, jetzt kommt die Moral. Was ist der Unterschied, ob dir eine schwarze Frau oder eine weiße, ich rede männliche Sache, ob dir eine schwarze Frau oder eine weiße Frau einen bläst?
Weißt du nicht? Das ist cool. Die Schwarze macht es aus Lust. Entschuldigung, die Weiße macht es aus Lust und die Schwarze hat Hunger. Jetzt machen wir einen zweiten da. Pass auf. Wir gehen jetzt mal in eine andere Perspektive. Wir denken uns jetzt Folgendes aus. Das sind zwei Samenfädchen auf dem Weg zum Ei. Und es ist ja nur der das Ei als erstes erreicht. Kommt auf die höhere Ebene und die kämpfen jetzt. Und jetzt ist natürlich mit dem Verschmelzen vom Ei wirst du ein Mensch. Und eine sagt, ich war ein Pfarrer, nein, ich war ein Professor, ich war ein Pfarrer, nein, ich war ein Professor. Die schwimmen so und schwimmen, der ist das Ei. Ich war ein Pfarrer, ich war ein Professor, ich war ein Pfarrer mit dem Ei. Und plötzlich kommt von hinten mit einer riesigen Geschwindigkeit ein Semmelbrösel dahergeflogen, fliegt eine Zeit lang neben den zwei in dazwischen her und sagt dann zu den zwei, ihr zwei Deppen, ihr seid in der Speiseröhre. Der zweite. Aber jetzt pass auf, jetzt machen wir das Spiel. In der Vorstellung der Medizin, ist ja alles Fotos, nochmal, ein Bild ist ein Bild, denk an den Weißenburg-Vortrag. Schon die Definition, dass ein Bild ist, jetzt in dir auftaucht, du bist ein träumender Geist. Es ist immer solche Sache, du kannst aus dem Nichts was erschaffen. Du gehst immer davon aus, wo war die ganze Zeit deine Brille? Was natürlich noch viel schöner ist, mal auf, was ich jetzt mache. Vogelzwitschern! Wo war das die ganze Zeit? Nicht gehört. Jetzt hast du feststellen, der zweite erklärt, es war die ganze Zeit, aber ich habe bloß nicht hingehört. Weil du so überzeugt bist, ich mag es doch einfach, weil du hundertprozentig vom Moment zu Moment das zweite Gebot brichst. Stimmt oder stimmt? Absolut. Das ist immer das Erste. Und jetzt pass auf, in dieser Vorstellung der Bilder, jetzt baue ich mit Worten ein Bild in dir auf. Wir wissen ja, ich rede jetzt naturwissenschaftlich, dass das weibliche Ei viel größer ist wie ein Samenfädchen. Und jetzt kommt da ein Schwall von Samenfädchen. Da gibt es übrigens Fotos im Internet. Es gibt da Fotos von der Erdkugel. Fotos sind Fotos. Dein Problem ist, dass du nicht siehst, was jetzt da ist, sondern du siehst immer nur deine logische Erklärung vom Zweiten, wo das herkommt. Aber du wirst feststellen, das kann man nicht nochmal überprüfen, wenn man wollte. Du wirst immer eine Zwischenstufe haben, wo ich dann einmal noch meinen Sexualverbrecherbeispiel. Wir haben dieses Ei und jetzt kommt da ein Schwall von Samenfädchen und die hängen alle an dem Ei dran. Und die wollen rein und da ist eine Schicht, das kannst du jetzt nachlesen, wie das heißt, das kann man also schön auffächern. Und irgendwann wird eins dieser Millionen von Samenfädchen, diese äußerste Schicht von dem weiblichen Ei, die da außen rumhängen, durch den Kopf reinstecken und dann wird es sofort verkapselt und haben alle anderen verloren. Okay, jetzt pass auf, jetzt denkst du dir eine Erdkugel aus und auf der Erdkugel sind 7 Milliarden Menschen, das sind die Samenfädchen. Ich hab dir doch gesagt, die nächste Stufe. Der erste, der verschmilzt mit seiner Erde, das erweckte Wissen, erkennt dann sofort, dass alle anderen bloß ein Gedanke von ihnen selber sind, die haben die verloren. Deswegen taucht es in einem Traum auf. Ich erkläre dir die Ebene im Hintergrund, was sich der Schöpfer dabei gedacht hat, wenn er den Kindern Märchengeschichten erzählt. Naturwissenschaftliche Bücher sind genauso extrem geistreiche Märchengeschichten wie die Bibel oder irgendwelche anderen Mythologien oder Märchen. Es geht aber nicht um diese bildlichen Vorstellungen, sondern um die Ewigkeit, die im Hintergrund steht, die Zusammenhänge. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass irgendein Gedanke oder die Menschheit es wissen müsste. Wenn du das verstanden hast, ging ja die dir am Arsch vorbei. Das ist der Satz, ich kann nur den Geist wach machen, der sich die ganze Zeug ausdenkt. Den kann ich erklären, dass er noch ganz andere Sachen ausdenken kann und dass er selber ewig ist, ohne Anfang und Ende. Der wird dann immer sagen, ich wurde von meiner Mutter geboren. Weil er aufgehört hat, sich mit einem Gedanken von sich selber zu verwechseln. Stimmt oder stimmt? Und da wirst du merken, wie mächtig der Zweite ist und dann kommen die Kleinigkeiten, egal was es ist, wo du permanent an deinem Körper rumnörgelst, wo du dieses und jenes machst. Das sind immer die Finger, wo ich in die Wunde reinlege. Und das, was die Probleme vom anderen sind, seit ich hatte, was der hat Probleme, ich habe doch gar keine Probleme. Das ist mein Beispiel mit Holger oder mit Blecki, mit unserem Blecki. Blecki hat Zukunftsängste ohne Ende und Holger, Zukunftsängste in der Form hat er überhaupt keine. Finanziell eigentlich, was er jetzt normal materialistisch gedacht ist, der versorgt bis
was er verbraucht. Und ist es so eine Psychose mit Problemen, die er sich selber macht, das macht sein Programm. Und erst wenn du dich erhebst und dir bewusst wirst, dass nichts und niemand, der in dir auftaucht, daran schuld ist, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Vor 20 Jahren in Almen habe ich schon gesagt, dass dein blaues Ich, dieses Programm, wird dir immer ganz, der Zweite, wird dir immer ganz genau erklären, wer oder was daran schuld ist, wenn du dich psychisch oder physisch schlecht fühlst. Ich habe Zahnschmerzen, der Zahn ist dran schuld, weil der eitrig ist, oder Kreuzschmerzen, Bandscheibenvorfall, ich war auf der Arbeit gemobbt, ich bin zu dick, ich bin hässlich, ich grau, ich kriege Falten. Und du fühlst dich, das, du hast immer einen Schuldigen. Solltest du es nicht wissen, wirst du sofort losmarschieren und irgendeinen Fachmann suchen, der dir dann sagen muss, welche Traktor dran schuld ist, dass du dich scheiße fühlst. Aber der blinde Fleck dabei ist, dass du es vielleicht selbst sein könntest. Du mit deinem, dieses Wertesystem, das du Ich nennst, dass das die Gefühle erzeugt, niemals der Reizauslöser. Wie war das nochmal gestern, wo ich sage, geh zu deinem Chef und sage, heute Nacht habe ich gegrübelt und ich habe eigentlich erkannt, dass du ein blinder, ein dummer Affe bist. Interessant, dass du zu einem normalen Menschen, wenn du zu denen sagst, du bist bloß ein Affe, wird sein zwanghaftes Programm reagieren, beleidigt reagieren, so denke ich mir jetzt das aus, das ist so programmiert, obwohl er auf der anderen Seite, welcher Weden, Wehwehchen, weil er meint, er ist dieser Körper und das ist ja bei eigener, seiner eigenen wissenschaftlichen Definition ein Tropfen auf den Affe. Ich spreche das aus, was im tiefsten Innern glaubt und ist beleidigt. Da merkst du, das ist Schizophrenie, das ist gespaltenes Bewusstsein. Das könnte ich dir in dieser Beziehung auch nochmal tausend von Beispielen bringen. Ich fühle mich ja nur schlecht, weil der Drecksau zu mir gesagt hat. Ich sag, da ist einer aufgetaucht, der hat ein Geräusch von sich gegeben. Jetzt, wenn der auf Chinesisch Dreckschau gesagt hätte, dann verstehe ich nicht. Er ist gar nicht reagiert. Oder mein altes Beispiel, wir sitzen jetzt da und grillen und lachen und feiern. Plötzlich hörst du bim, 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 Handy. Dieses Geräusch, das ist ein Wort, ein Geräusch ist ein Wort. Ob du willst, du wirst an dein Handy denken. Du resonierst, das ist wie eine Maschine. Du nimmst das Handy in die Hand, das heißt, das denkst du es, ist nur feinstofflich. Jetzt wirst du das feinstoffliche Handy auf deine Verabrede holen, das heißt, du willst in der Tasche, dann hast du für einen kleinen Moment das Handy, du hast Gewicht, geh wie ich geh. Denk an den letzten Fliegensteinvortrag. Du drückst auf den Knopf, hältst es hin und jetzt kriegst du wieder Geräusche und in dem Moment ist das Handy schon wieder weg, weil du nochmal dran denkst. Es ist ein ständiger Wechsel von Informationen. Was ich da jetzt immer noch dazu mache, dass wir jetzt einfach machen, wir grillen jetzt hier und dann gehst du hin und jetzt hörst du dann, ist da Meier? Nee, Entschuldigung, falsch verbunden. Ist da Meier? Falsch verbunden, zack, weg. Andere Situation, Polizei ist dran und sagt jetzt zum Beispiel, oder irgendein Bekannter sagt, du, der oder bekannter, geliebter Mensch hat einen tödlichen Unfall gehabt. Das sind einige wenige Worte. Einfach nur aus diesen kleinen Ding Worte und du wirst dann feststellen, was in dir abgeht mit einem zwanghaften Mechanismus. Ist das deine Vorstellung von Freiheit? Ist das Moral? Mach dir mal ganz wertfrei bewusst, was wirklich da ist. Und alles, was du jetzt nicht denkst, existiert nicht. Was nicht heißt, dass es deswegen eine Seinsmöglichkeit nicht auf dem Programm ist. Wenn du ein Videospiel spielst, ist auch für dich immer nur das, was auf dem Bildschirm ist, da. Aber die unendlich vielen Möglichkeiten im Hintergrund, die da sind, aber nicht existieren, die existieren erst, wenn es auftaucht, wenn es zu Gedanken wird. Das ist der Unterschied zwischen Sein und das ist alles. Das ist das, wenn du das wirklich installiert hast, hast du keine Probleme mehr und keine Angst mehr. Dann bist du zum Rot nicht geworden. Und dann kannst du dich überraschen lassen. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Stufen, aber so weit wollen wir jetzt gar nicht vorgreifen. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du an den momentanen Film was verändern müsstest, weil der Film ist ja schon was, sind ja alles Vorstellungen. Darum lasse ich das Leben unangetastet. Das, was hier so Ausraster sind, hochspausig wie unsere Rons zum Beispiel, das sind Figuren in einem Traum. Ich habe denen dann gesagt, wie er mich anruft, habe ich gesagt, pass auf, alle Bücher, wenn du ich bist. Das Leben vom Ron habe ich schon gelebt. Das ist aber schon ein Kindergartenbuch gewesen, ganz, ganz früh. Ich kann mich fast nicht mehr daran erinnern. Das wurde, die habe ich auch schon gelesen. Ich habe eure ganzen Bücher schon gelesen, sonst wäre ich in euch nicht auftaucht. Ich bin das, was ihr sein wird. Werde ich als Uri, ich spreche das jetzt als rotes Ich. Und ich sage, du musst eins wissen, wenn du jetzt zum Beispiel das Ildi-Buch liest, bist du die Ildi und dann taucht in deinem Traum ein Ron auf und der macht dir Angst, der haut dich in die Pfanne. Aber die Schwierigkeit ist, sage ich dann zum Ron, dass du zurzeit das Ron-Buch liest. Und du das gar nicht mitkriegst, dass du dir bloß selber wehtust, weil das Ildi-Buch noch vom selben Geist gelesen.
Das heißt, alles, was du in einem jetzigen Traum auf dieser rein symbolischen Ebene von Traumfiguren an anderen Gutes tust, jedem, dem du was Gutes tust, ist ein Leben, das du selber lebst, auch jetzt in ständig wechselnden Bildern, bloß mit einem anderen Programm. Und jeden, den du ausschmierst oder was Böses tust, du bist auch der Geist hinter der Maske, den du Böses tust. Und darum sage ich, meine Gerechtigkeit ist absolut, ich mache zuerst einmal jeden mit seinem Intellekt, den er sich nicht raussuchen konnte, zum Richter über alles und jeden. Und verstrecke die eigenen Richtersprüche, auch in der Qualität, ob einer gut ist oder böse ist, an dem, der du zu sein glaubst. Und bis du dann irgendwann einmal merkst, was die Heiligkeit ist. Zeitlinien, weil er gesagt hat, in der anderen Zeitlinie. Die Zeitlinie, der hat er versucht, einen Gedanken von sich wach zu machen. Nein, weil er gesagt hat, er wäre gestorben. Es wäre Schwätz. Das ist, heute, wenn wir ins Internet gehen und wir denken uns esoterische Schwätze aus, habe ich so gesagt, Nahtoderfahrungen. Ich kann euch definitiv sagen, jetzt rede ich wieder rein raumzeitlich, in dem Udo-Buch bin ich zweimal schon klinisch tot gewesen. Das ist aber alles, da rede ich nicht drüber. Ich habe oft erzählt mit meiner Frau, wie ich die kennengelernt habe, vor einem vierten Jahrhundert, da ist kurz vorher ihre Mutter gestorben. Die war wenn hellsichtig und dann hat sie natürlich Kübler-Ross gelesen und das ganze Zeug. Und dann taucht der Udo auf und dann zwei, drei Jahre später sind wir bei meiner Mutti außen und irgendwie im Gespräch, sie hat dann ihre Kübler-Ross-Bücher und so mit Nahtoderfahrungen bin ich nie drauf eingestiegen. Und dann sind wir bei meiner Mutti und nachher irgendwie kommen wir im Gespräch mit einem Unfall, wo ich gehabt habe hier, wie ich bei der Bundeswehr noch war. Und das war ja so schlimm, sagt dann meine Mutter. Und dann, wie sie dann erzählt hat, dass ich da klinisch tot war. Und was, warum hast du mir das nie erzählt, sagt dann sie. Das habe ich nie erwähnt, weil es nicht wichtig ist. Pass auf, auch prinzipiell, wenn einer was behauptet, kann man zuerst einmal uns, wenn es irgendwer in dir auftaucht und der behauptet, was, ist ja ein Film, der läuft, der Traum. Es ist zuerst einmal egal, was er sagt, es kommt aus dir, es soll den träumenden Geist was sagen, nicht den Figuren. Und dass ich sage, dass jeder recht hat. Ob jetzt einer lügt und sich groß macht oder was er wirklich erlebt hat, ist eigentlich relativ sekundär. Du wirst aber feststellen, dass es immer ungefähr dieselben Phänomene sind. Das heißt, ob der Lichttunnel, wenn du ein Licht siehst, habe ich erst gehabt, wie ich mit meiner Mutter oben umkippt bin mit meiner Mutti. Das ist, da war das Licht so, oh Scheiße, bin ich halt wieder zurückgekommen, irgendwie muss ich noch immer den Zug quatschen. Das Rausschweben, all das Zeug, es gibt viele lieben, Möglichkeiten. Wenn du das vom Hörensong kennst, das ist wie die Erde, eine Kugel ist und die Astronauten singen, das muss dich nicht interessieren. Aber ich will auf was ganz was anderes hinaus. Ich sage zuerst einmal, wenn einer was sagt, ob er es erlebt oder nicht erlebt, wenn ich dich jetzt hypnotisiere, du wirst dich wundern, was ich Sachen dir machen lass, wie du reagierst und dann was der Zuschauer sieht, es immer anders, wie du selber lebst. Aber was mir wichtig ist und diese alte Metapher von mir, dass das auch stimmt, aber die alle zurückkommen und dann letztendlich was du feststellen, will nicht aus so ein von Droppi Neugebauer, der Vater zum Beispiel, der war klinisch tot und ich habe keine Angst und es war so schön und drei Jahre später stellen sie Hodenkrebs fest und der rennt vom einen Arzt zum anderen. Das sind alles Schwätze, du wirst merken, es ist alles nur Esoterik und die Schwierigkeit ist, wenn man so Nahtoderlebnisse hat, wir denken uns jetzt einmal welche aus mit Nahtoderlebnissen und dann sage ich immer wieder, das ist ungefähr so, wie wenn du in einer Zaubershow gehst vom David Copperfield. Das jetzt bist du in der jenseitigen Welt und du wirst wieder zurückgeholt und jetzt erzählst du alles, wie wundervoll das da ist. Und ich sage immer wieder, bei Holofeeling ist es etwas anders. Das, was ich euch jetzt gebe, ist ein Todeserlebnis, bloß dass ich euch nicht nur in diese neue Zaubershow reinführe, sondern mit Holofeeling, wenn wir jetzt in die andere Hälfte der Sprache gehen, wir gehen hinter die Bühne und ich erkläre euch, wie die Tricks funktionieren. Dann bist du wirklich drin gewesen. Solange dein Denken noch einseitig ist, vorher, nachher, lebendig, tot, kausal. Kausal ist gleichzeitig. Wer lächelt zuerst, der vorm Spiegel oder der im Spiegel? Was war zuerst da? Du musst dich komplett gelöst haben, zu glauben, dass in der Vergangenheit irgendwas passiert ist. Ich habe so oft in Selbstgesprächen gesagt, du kannst jetzt vom göttlichen Richter sofort auf der Stelle beschwören, jetzt, ohne an Meinheit zu schwören, ich weiß alles, was in der Vergangenheit war, ich weiß alles, was in der Zukunft passieren wird und ich weiß, was jetzt in der Gegenwart da ist. Das kannst du beschwören, ohne an Meinheit zu schwören. In der Vergangenheit war überhaupt nichts. In der Zukunft wird nichts passieren, man gibt kein Freibier um Zähne. Und in der Gegenwart ist das da, was jetzt da ist und ich stelle fest, es ändert sich laufend. Jetzt die Geräusche zum Beispiel, wenn ich spreche. Das ist natürlich interessant, jetzt wenn ich aufhöre, ist ja immer noch was da. Selbst wenn du dann lauschst, ist dieser Wahn,
ihr wisst, wie oft ich gesagt habe, wenn man jetzt zum Beispiel ganz allein irgendwo ist und dann sagt man plötzlich, ist jetzt schön still. Was ja jetzt gar nicht der Fall ist, aber wir gehen einmal davon aus, es ist wirklich absolut still in der Wüste. Keine Vögel, kein Wind, gar nichts. Selbst wenn ich sage, ist das schön still, ich sage, Stille kannst du nicht wahrnehmen, ist im selben Moment das Gegenteil da, wo dein Zweiter dir einredet, es war vorher laut oder es ist jetzt woanders laut auf der Erdkugel. Das denkst du aber nicht. Du denkst nur die eine Hälfte, weil du immer bloß eine Hälfte denken kannst. So, egal was du denkst, ist es im selben Moment das Gegenteil da. Ich habe jetzt ein Gesichtsfeld vor mir und im selben Moment ist ein hinter mir da. Ich kann mir jetzt die Wiese, die hinter mir ist, denken. Aber der Witz ist, in dem Moment, wo ich es denke, habe ich schon wieder gewisse Vorstellungen. Ich stelle sie immer Vorstellungen. Es ist, du siehst immer nur das vor ihr. Ich kann nach oben die Wolken anschauen, da fällt das Gras anschauen, was natürlich jetzt eigentlich nur eine Veränderung vom Gesichtsfeld ist, weil das gar nicht passiert. Das ist mein Gesichtsfeld, das ist auf der Farbbrille oder feinstofflichen Kopf. Was sagst du? Sind noch gar keine Wolken. Selbstverständlich. Ja, ne? Da, wenn du die Erdkugel rumgehst. Und jetzt werden dann die größten, weisesten Menschen der Welt werden einsteigen, wo ich so oft gesagt habe, so berühmtes Zitat, ich werde mich dagegen. Zu glauben, dass der Mond nicht mehr da ist, wenn ich nicht hochschaue, das ist Geistlosigkeit, das ist Materialismus. Und da ich das Leben vom Einstein auch gelebt habe, steht in Ich bin du drin, ich jetzt, das ist das rote Ich bin. Steht in die Fehler, die ich in dem Leben gemacht habe, die will ich jetzt richtig stellen durch die hohe Offenbarungen. Das ist ja auch eine Sichtweise, weil das Problem ist immer wieder dasselbe. Solange du in dem Wahn lebst, was jetzt dir was logisch erscheint, und du denkst jetzt den Mond. Und du bist dir hundertprozentig sicher, dass der Mond auch dann da oben ist, wenn du ihn nicht denkst. Jetzt gut, zeichne mir den Mond. Das sind lauter solche Sachen. Das ist ein Gedanke, den du denkst. Und du bist dir eigentlich, du glaubst hundertprozentig, dass ein Gedanke, den du denkst, auch dann existiert, wenn du ihn nicht denkst. Und ich sage, das ist selbstverständlich auf dem Programm eine Seinsmöglichkeit, wo du denken oder aufbauen kannst, je nachdem, was du sagst, ist es jetzt hell oder dunkel, das löst sich mit der höheren Ebene sofort auf. Aber dieses ganze System des heliozentrischen Weltbildes, habe ich so oft gesagt, wenn wir ein Programm, einen Computer nehmen und ich mache eine Simulation rein, kann ich das ablaufen lassen. Denk an das Planetarium im Weißenburg-Vortrag. Wenn wir jetzt ein Astrologie-Programm reintun, hast du komplett im Hintergrund dieselbe Logik. Das ist ein statisches Programm, dieser Epidermeriden-Rechner, den die Naturwissenschaft benutzt, ist dieselbe, was Astrologen benutzen. Es wird nur anders auf dem Bildschirm dargestellt, aber der Aufbau, der Ablauf der Planeten ist komplett im Hintergrund festgelegt. Das ist ein Dogma. Buch des zweiten Gebotes. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben hin. Und jetzt wird es natürlich interessant, wenn du jetzt in ältere Schriften reingehst. Der gute alte Freund von mir, der Paracelsus. Jetzt könnte ich wieder sagen, die ganzen Schriften habe ich da haben, die kann ich euch zeigen. Ziemlich im Original. Ist natürlich immer eine Frage, meinst du, ist schon wieder raumzeitliches Denken da? Das ist eigentlich der große Begründer, Grundlage der Astrologie. Und in seinen Originalschriften sagt er, wenn du ein guter Arzt sein willst, dann musst du dich in der Astrologie auskennen. Aber wisse eins, das Ätherische läuft nicht um dich herum, sondern das ist in deinem Kopf drin. Oder wo ich in Almener schon erzählt habe, hier in der Medizin, ich zitiere fast wörtlich, der hat ja sehr vermischt mit lateinischen Wörtern, solange du glaubst, dass der Mensch dadurch entsteht, dass der Mann seinen Liquid Vitae, ist die Flüssigkeit des Lebens, dass er, der Mann, weil der Mann seinen Liquid Vitae in die Matrix der Mutter reinspritzt, Matrix ist die Gebärmutter, dass dadurch ein Mensch entsteht, ist vollkommener Blödsinn. Der Liquid Vitae reinigt die Nieren, so wie der Rotz das Gehirn reinigt. Mit menschlicher Fortpflanzung hat es nichts zu tun. Jetzt ist natürlich jeder Mediziner lächelt jetzt 1531 geschrieben, der kann ja keine Ahnung nicht gehabt haben. Aber irgendwann wirst du feststellen, dass die Alten wesentlich mehr wissen wie die Jungen. Und dieses jetzige Wissen ist das jüngste Wissen. Das ist schon wieder dieses unmöglich, ist verkehrt. Bin mir hundertprozentig sicher, dass das, was ich glaube, richtig ist. Warum? Weil es dir logisch erscheint. Aber jetzt frage ich dich, was soll dir ein Computer logischer erscheinen oder unlogisch erscheinen wie seine eigene Logik? Was dir nicht klar ist, dass der Computer zum Beispiel als vollkommen geistloser, materieller Depp überhaupt nicht entscheiden kann, ob er zum Beispiel, wenn er neues Wissen kriegt, neue Daten, neue Handlungsstrukturen, ob das ein Update ist oder ob das ein Virus ist. In dem Moment, wo ein neues Regelsystem
integriert wurde, läuft es ab und er wird, die Hardware wird genau das aufbauen und machen, was die Software vorschreibt. Eine Wertung, ob das richtig oder verkehrt ist, gibt es in dem Fall überhaupt nicht. Werden, als Geist werdest du sowieso nochmal. Du schaust einfach, was ist und wirst neugierig, wie es funktioniert. Das warum. Und dann sind die ganzen Aussagen der Religion und der Naturwissenschaft. Warum ist jetzt da eigentlich genau 20 Grad im Zimmer, wo außen die Temperatur schwankt? Ja, weil der Regler das regelt. Ist logisch. Aber schaust du dir das genau an, was ich mit Holofeeling fordere, ist, die Sachen extrem genau zu beobachten und genau sich durch den Kopf gehen zu lassen und zwar bis Anfang und Ende sich wieder verbindet. Und was ist die Verbindung von einem Denker und seinen ausgedachten Sachen? Der sich ausdenkt. Was ist die Ursache für den Syrienkrieg? Der sich das denkt. Das ist der träumende Geist. Und was ist die Ursache, dass er das träumt? Was ist die Ursache, dass der Pinsel dieses oder jenes malt? Der Maler. Auch das sind aber ausgedachte Dinge. Da steht immer noch einer drüber, wo du irgendwann nochmal erkennst, das bin ich. Und darum beginnt das ganze Spiel der Offenbarungen mit dem kleinen Buch, ich bin du. Der die Ursache für alles ist, der erklärt dir, dass er eigentlich du selbst bist. Und dann kannst du dich wieder zu dem werden, was du schon immer warst, im Meer bist. Warst du schon wieder Vergangenheit. Mhm. Das ist ja die Grammatik, wo ich sage, kann man komplett weglassen, weil die Grammatik nur nötig ist, die Illusion von Zeit zum Beispiel erzeugen. Ich spreche jetzt zu dir, ich sprach zu dir, das sage ich aber jetzt. Ich werde morgen zu dir sprechen, das sage ich auch jetzt. Wirklich passieren kann es immer bloß jetzt. Ich kann mir jetzt einen Gedanken um mich herum in Raum und Zeit verstreuen. Kann man jetzt in Alvindom nach Paris denken, ich kann man auch nach München denken. Ja, aber der ist ja nicht in München. Ich sage, ja, das sagt jetzt schon wieder der Zweite. Wenn du das so gelernt hättest, wäre er in München. Ja. Weil dein Programm dir das vorschreibt. Du würdest nicht trauen, wenn Menschen sterben. Drittes Buch in den Offenbarungen, das alte Glauben in Bali. Das war natürlich nie in Bali, es sind Märchengeschichten. Auf dein Buch ist auch die ganze Vergangenheit drauf, die du dir ausdenkst. Und jetzt ist es interessant, dass, ich habe so oft gesagt, jeder von uns, ich rede jetzt mal wieder normal, jeder von uns hat eine eigene Vergangenheit. Das heißt, als Ilgi habe ich eine ganz andere Vergangenheit als Kerstin oder die Andrea. Das heißt, eine persönliche Vergangenheit, die nur du kennst. Und das geht dann zurück bis zu dem Punkt, wo du sagst, ich wurde geboren. Und jetzt ist aber in deinem Schwamm noch intellektuelles Wissen, was vor deiner Geburt war. Das können wir jetzt fortführen. Ein Wissenschaftler wird sagen, der Urknall, irgendein verschrobener religiöser Mensch wird sagen, Adam und Eva, die Menschheit, was auch immer. Das ist einmal das erste Spiel. Du hast also auch dein Schwamminhalt. Das Programm, das du zur Zeit, das Buch, das du liest, das schreibt jetzt erst einmal vor, wer du zu sein glaubst, welche Form dein Geist kriegt, wenn du an dich selbst denkst. Okay? Wo du herkommst und was vorher war. Und interessant ist, dass in Bezug auf das persönliche Leben keiner diskutiert, dass das jetzt stimmt, was ich sage, dass je nachdem, wer ich zu sein glaube, ein ganz anderes persönliches Leben habe. Aber sobald wir jetzt in das Wissen gehen, was vorher war, wirst du feststellen, dass ich zum Streiten anfange. Das ist auch von einem Programm genauso subjektiv geprägt von einem Schwamminhalt abhängig. Ob man jetzt Schweinefleisch isst oder nicht, ob der Jesus gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde, ob der auf dem Mond war oder nicht auf dem Mond war, hängt davon ab, was du auf dem Schwamm drauf hast. Was man dir erzählt hat. Das erste Wissen, das du kriegst, wird zum Vergleichsmaßstab um solch des großen Prozesses bis zum 18., 20. Lebensjahr. Darum sind die Jungen alle so unheimlich gescheit, so weltverbessernd, aber immer abhängig, was im Elternhaus und Schule reingehämmert wurde. Und alles, was jetzt ist, wird mit dem Wissen verglichen, egal welches erste Wissen du hast. Darum soll ich, wenn wir das austauschen, was du das, was du jetzt als hundertprozentig richtig ansiehst, werden dir die Haare zu Berge stehen mit einem anderen Programm. Und erst wenn ich das einmal wertfrei mir vorstelle, wird mir klar, was ich für eine Falle habe mit meiner arroganten Rechthaberei. Meine Meinung ist eine Anderung, sage ich immer. Das ist die Meinung meiner Lehrer, meiner Erzieher, meiner Umfeld, wo ich mich vollzogen habe. Was macht man draus? Ich sage immer wieder, ich habe da kein Problem damit. Und als Brösel, die ganzen im Kopf, die induziert kriegst, die Ängste, die du, Zukunftsängste, egal was es ist, das ist auch dein Programm. Und wenn du das jetzt wirklich akzeptierst, was ich dir sage, wirst du vollkommen abartisch war. Also nicht leiden. Wo ich dann immer sage, und wenn du abartisch bist, die Schulmedizin definiert es als Krankheit. Interessant, es wird nicht der Zustand des Nichtleidens ist für einen Schulmediziner Krankheit, weil das nicht normal ist.
verdiene der normale Mensch leidet, ja. Aber es hat dann auch mit Interessenlosigkeit zu tun. Dann guckst du nicht mehr Fernsehen, dann willst du keine Nachrichten. Hängt von deinem Programm ab. Nee, hängt von deinem Programm ab. Das ist, du kannst nur dein Programm anschauen und du kannst beim Tierchen gucken, wenn du dich immer wirklich gelöst hast, dass du dich über dein eigenes Wertesystem erhoben hast und dich selber so beobachtest, wie du alle anderen beobachtest. Auch wenn du dann noch meinst, du schaust durch die Augen raus. Der Körper ist dann eh nicht mehr da. Dass du ganz wertfrei bist, einfach schaust, wie Leute reagieren, was sie für Meinungen äußern, ob das in einem Gesamtkontext, in einem Gesamtzusammenhang steht, wo das hinführt oder die Intronisierung einer Einseitigkeit darstellt. Und das entstellt die Spreu vom Weizen. Also was ich jetzt feststelle, ab und zu, da habe ich gar keine Lust mehr mit den Leuten überhaupt. Na, das ist der Preis, den du zahlst, wenn du älter wirst, weil du feststellen lässt, das wird sowas von mühselig, wenn dann mein Alter kommt. Ich habe jetzt ein paar Brösel, die sich für Holofeeling interessieren und selbst die vom ersten Tag an, ich kann immer wieder sagen, mit allem, ich habe noch nie, wenn ich sage, als Udo, ich habe noch nie zu irgendjemandem gefragt, ob ich einen Vortrag halten kann. Es hat mich noch nie interessiert, es ist passiert, ich habe das fließen lassen. Aber die Günter Wehmeyer-Geschichte habe ich so oft erzählt, weil ich vom Anfang an überhaupt kein Interesse nicht habe, irgendwelche Gedanken von mir was zu erklären, aber ich lebe das Leben. Es ist, du wirst irgendwann merken, es ist komplett die Christusgeschichte. Das ist das sich ständig verteidigen. Das ist, nimm doch den Christus vor Pontius Pilatus. Du hast überhaupt keine Macht über mich. Wenn einer schuld ist, ist der, der mich jetzt die Scheiße träumen lässt. Das ist gleichgültig. Du kannst machen, was du willst. Das ist, du bist auf Gedeih und Verderb abhängig von dem, der dich ausdenkt. Und da wirst du feststellen von dir selber. Aber was spiele ich für ein Spiel mit mir? Will ich mit mir selber? Will ich von mir, dass mir was Schlimmes passiert? Ganz bestimmt nicht. Ich sage, gerade diese Extremsituationen lassen dich unheimlich wachsen. Aber du musst das Vertrauen haben. Da beginnt jetzt der rote Glaube. Nicht das für wahr halten, weil ich was nachplappere. Ich weiß, es gibt ein Leben nach dem Tod. Kann ich so viel sagen, alles Schwätzer, bis ich ein bisschen geprüft worden und ist alles dahin. Das sind die Typen, wo ich in einem noch anspreche, die den Hut auf der anderen Seite in den Arsch kriegen, verstehst du? Und eine kleine Prüfung im Leben, da bin ich bloß ein Spinner und ein Idiot. Das ist, dann bäumt sich das Ego wieder auf. Mir ist das vollkommen gleichgültig. Ich sage, nutze es oder lass es sein. Es ist an keine Bedingung geknüpft, von meiner Seite, vom Udo her. Das ist wie mit dem Wegweiser. Ich mache das einfach, weil es eben so ist, weil du mich jetzt so ausdenkst. Das Wissen ist nicht der Udo. Weil alles, was der Udo dir in deinem Traum erzählt, kommt aus dir. Du bist der träumender Geist. Natürlich auch nicht, du bist der sich jetzt das Spiel, den träumenden Geist ausdenkt. Der bist du auch nicht, du bist einer, der sich an ausdenkt, der sich an träumenden Geist ausdenkt. Und jetzt merkst du, das sind fünf Stufen und dann kannst du immer bloß sagen, da denkt sich einer an aus, der sich an ausdenkt, der sich an ausdenkt. Jetzt hängst du eigentlich in einem Bereich, wo ich wie beim roten Nichts, an was denkst du, wenn du an nichts denkst, in einem Bereich kommst, der eigentlich nicht dargestellt werden kann, aber er kann bewusst werden. Aber nur vom Geist. Als wenn jetzt wieder ausgedachter Geist was wissen könnte. Das ist rot. Das ist der Trick mit der Rotschreibung. Dass nur das Rot-Blau eine Darstellungsmöglichkeit ist, was die ganze Philosophiegeschichte eigentlich vermissen lässt. Ich müsste euch einmal hoch, ich sage mal so, der letzten 100 Jahre Philosophen, Deutsche ist er eh so der Endstand, Jaspers zum Beispiel, mit meinem Michael Jaspers habe ich gelesen, zwei Seiten. Es ist super, wenn du weißt, ey, du kannst dann nachvollziehen, was der ausdrücken will. Aber der drückt auf zwei Seiten was aus, was ich in einem Satz auf den Punkt bringe, mit einem philosophischen Geschwätz, mit Fremdwörtern, dass du merkst, wenn du das ganze Zeug dann übersetzt, dass der eigentlich das ausdrücken muss, du mit einem einfachen Satz ausdrücken kannst. Aber wenn du es einfach machst, nimm das, kann er für voll. Dieser berühmte Satz, ja, so einfach kann man sich das ja nicht machen. Und ich sage dann wieder, wer bestimmt jetzt das? Wer bestimmt es, dass du dir das nicht einfach machen kannst? Das wäre ja verantwortungslos. Was verstehst du unter dem Wort Verantwortung? Antwortungslos. Du bist ohne Antwort. Die Antwortungslos, Verantwortungslosigkeit. Die Fragen, wenn da sind, die Fragen und Antworten. In Bezug auf was Weisheit anbelangt. Ist hier die Frage selbst beantwortet. Und das ist eine Gleichung. Bei Gleichungen formt sich was um. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, 5 und 5 ist 10. Es ist im Gleichgewicht. Das sehen viele gar nicht, dass das Gleichheitszeichen, obwohl rechts und links was Unterschiedliches stehen kann, eigentlich das, ich sage mal, vom Wert her dasselbe ist. In dem Moment, wo du das Gleichheitszeichen in die Mitte machst, das ist die Nulllinie, ist auch der Wert derselbe, aber gespiegelt.
Wellenberg, Wellendorf. Die Einheit, die Vielheit. Es ist aber gleich. Und jetzt ist die Einheit das absolute Nichts, ist zwangsläufiges Gegenteil des Alles. Aber beides ist nicht vorstellbar. Du kannst ja dann alles gleichzeitig denken und du kannst ja dann nichts denken. Und dann doch wieder. Jetzt sind wir in der Welt, aber ich kann doch nichts denken und ich kann alles denken. Ich muss jetzt bloß wissen, wenn ich es rot mache, dass rein das Geräusch nichts, nichts, nichts ist und das Geräusch alles ist nicht alles. Ich kann als Geist wissen, für was diese Worte wirklich stehen. Ich kann wissen, für was Mathematik steht und Realität steht. Oder Fakten. Und jetzt kann ich schauen, was man mir einprogrammiert hat. Wenn eine von Fakten sprechen, dann sonst ist es bewiesen. Das ist richtig, das gibt's da außen. Ich sage jetzt so, ich mache mal Wörter, das ist, sei mal ganz ehrlich, schau in dich rein, hast du bei deinem Leben, wenn einer bisher gesagt, das sind Fakten, nicht wirklich das Wort Fakten verbunden praktisch mit, das ist hundertprozentig sicher, das ist auch so, wenn ich nicht dran denke, das sind Fakten. Und das Wort Faktum hast was ganz was anderes. Es ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, wird wirklich übersetzt. Die Tat besteht darin, dass ich es denke. Die historischen Fakten, alte, in allen schon die alten Sätze, historisch bezieht sich auf eine jetzt gedachte Vergangenheit. Und Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, ein hier und jetzt überprüfbares Ereignis. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Wir Philosophen nennen das Oxymoron. Jetzt ist es also so, wenn ich jetzt mir in Hitler denke, 1945 oder im Zweiten Weltkrieg denke, dann besteht die Tatsache darin, die Tat besteht darin, dass ich jetzt in mir diese Information aufbaue, aus meinem Wissensspeicher, aus meinem Schwamminhalt. Das ist das Faktum. Das ist die Tat, das hier und jetzt überprüfbare Ereignis ist, dass ich das jetzt denke. Ich denke mir jetzt im Zweiten Weltkrieg, ein KZ. Das Faktum besteht nicht darin, dass der Gedanke, den ich jetzt denke, dass der in der Vergangenheit war. Sondern der besteht, das Faktum besteht, dass ich jetzt das, diese Information in mir aufbaue. Merkst du, das ist eine totale Entheiligung des Wortes, ein Falschaussehen. Mathematik habe ich ja eh schon gesagt. Das gelernte Wissen von Dummköpfen, von geistlosen Narren. Die Realität, dasselbe in Grün, Realität ist die Welt da außen. Realis heißt schlichtweg nur einfach Ding und Sachen. Wo ich dir gesagt habe, nochmal, Schmerzen und Gefühle sind keine Realität. Weil das keine Dinge und keine Sachen sind, das Gemütsbewegungen. Selbstverständlich können die existieren. Bezweifeln kann, aber es ist keine Realität, weil Realität sind Sachen und Dinge. Und genau, ja, schon, sagen dann die Leute wieder. Ich sage, das ist so elementar wichtig. Wenn du heilig bist, pass auf, versuch mal im Internet irgendeine Internetadresse einzugeben und lass bei .de oder .com den Punkt weg und mach ein Komma. Es darf nicht ein Jota verändert werden. Ist nicht dein ganzes Leben, bist du dein ganzes Leben nicht bestrebt gewesen, permanent Sachen anders haben zu wollen, wie sie sind? Und dann fragst du dich, wieso du hier in einem Tohuwabohu, in einem Chaos lebst, in einer Nichtigkeit, die du aufbaust bis zum Es geht nicht mehr, mit Kriegen, mit Gescheiden, mit Dummen, mit Krankheiten. Dieses ständige Verändern wollen, als wenn man an einer göttlichen Schöpfung was verbessern könnte, wenn ich wirklich weiß, was das bedeutet. Aber magst du nicht von Anfang bis Ende permanent das, dass du unzufrieden bist mit dem Wertesystem? Das ist das, was du in dem Leben zu lernen hast. Und das musst du alleine spielen. Nicht auf die Straße gehen und Mitstreiter suchen. Keiner hat sich jemals seit den letzten hier und jetzt ausgedachten 25 Jahren mehr dagegen gewehrt, wie dass der Udo Anhänger hat. Das hat mich nie interessiert. Das ist ein Dummstich. Ehrlich? Ja. Ich habe einen Sohn in SDI. Ich bin das. Aber ich habe schon die ganze Zeit gedacht, kommt doch ein bisschen weiter. Ich bin das. Ja, mit den Bänken. Lass mich doch hören.